Dann wurde mit Yells Expander erdrosselt. Dann wollte er den Kampf absagen. Ah, alles klar. Meine Güte. Hatte Yell dann etwa nur umgebracht, weil er den Kampf absagen wollte? Übel, übel, übel. Na. Ich wusste immer, dass Bobby Probleme hat. Doch ich hätte nie gedacht, dass er so weit gehen würde. Ja, für Geld machen Menschen fast alles. Keine Ahnung. In meiner Branche sollte man lieber keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber der Expander, die Kiste in seinem Spind, die Spuren am Hals meines Vaters. Das alles weist doch auf ihn. Hat sie die Spuren gelegt, oder wie? Wie auch immer. Das ändert eh nichts. Doch, allerdings. Wir wissen jetzt, dass er sich nicht selbst umgebracht hat. Mein Vater ist noch immer tot und Sie haben noch immer nicht Bobby Yell gefunden. Alles beim Alten also. Es bringt uns rein gar nichts, wenn wir den Safe öffnen und das Testament meines Vaters finden. Also bitte beeilen Sie sich. Die Zeit läuft. Er hat da schon viele Hinweise gefunden. Ich weiß gar nicht, warum sie da jetzt so rumzickt. Hat die einen weg oder was? Sonjas Gleichgültigkeit verblüfft mich noch immer. Aber was noch wichtiger war, was hatte sie gegen Yale? John Blacksad? Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Wie gesagt, der Black Set gesaugt, nicht Black. Black Saat. Entschuldigung angenommen, aber wofür wollen Sie sich eigentlich entschuldigen? Hören Sie, ich glaube, dass meine Mitarbeiter Sie nicht mit dem nötigen Respekt behandelt haben. Tut mir leid, dass die Ihren Anzug in Falten gelegt haben. Wissen Sie, noch die ahnen nicht, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Bobby Yell. Ich will ihn ebenso finden und dieser Sache auf den Grund gehen, wie Sie, Mr. Blacksad. Also ja. Bitte. Die beiden Spasten gehen mir da so um den Sack. Einladung an. Warum sollten wir unsere Erkenntnisse nicht austauschen? Ja, hat er recht. Reden ist ja gar nicht mal verkehrt. Ja, wir steigen ein. Natürlich. Es stört Sie doch nicht, dass ich in einem so schicken Wagen mit einem so zerknitterten Anzug sitze, oder? Oh, ich finde, Sie sehen aus wie aus dem Ei gepellt, Mr. Blacksad. Wobei, wenn diese Falten auf mich abfärben sollten. Spasten. Ich gehe immer auf Nummer sicher. Oh. Der eine mit der Knarre, der andere mit dem Knüppel, ey. Das ist widerliche Typen, echt. Ja, ich bin aus freien Stücken eingestiegen, das stimmt. Weil ich einfach Informationen haben will und da ist mir jede Quelle recht. Egal, ob der jetzt da böse oder nicht ist, soll mir mal eine erzählen. Danke, Blacksad. Werden Sie nicht bereuen. Lassen Sie uns zum Punkt kommen. Ich brauche Bobby Yell, damit er gegen Stone antritt. Da steht einfach zu viel Geld auf dem Spiel. Also biete ich Ihnen bei der Suche nach Yell meine Hilfe an. Arbeiten wir doch zusammen. Welche Art von Hilfe brauchen Sie denn? Einen einfachen Austausch von Informationen. Sie sind ein guter Detektiv und ich? Nun, sagen wir einfach, dass ich da so meine eigenen Mittel und Wege habe, Leute zum Reden zu kriegen. Das können wir vorstellen. Also gut, arbeiten wir zusammen. Ich hatte gedacht, dass Sie nur schwer zu überzeugen sein würden, dass Sie mir mit Ihrer moralischen Überlegenheit oder sonst etwas in der Art kommen. Bitte, lassen Sie mich ausreden. Sagen wir, ich wette ein Bier darauf, dass wir Yale in 3 Tagen finden und Sie wetten ein Bier dagegen. In 3 Tagen muss einer dem anderen ein Bier ausgeben.
Ist das denn jetzt so schlimm? Wir sind zwei erwachsene Männer, die sich mit ihrem eigenen Geld und aus freien Stücken privat austauschen. Und was noch wichtiger ist, wir tun niemandem etwas zuleide. Also, ja, ich bin im Glücksspiel tätig. Was ist daran so schlimm? Das ist illegal. Es ist zunächst einmal illegal. Illegal? Ich will Ihnen mal sagen, was illegal sein sollte. Die Art und Weise, in der unsere Regierung Amerika zugrunde richtet. Wir leben in einem sogenannten freien Land, wo ehrliche Leute ihr Auskommen finden können, solange sie niemandem etwas zuleide tun. Wir sind keine Kommunisten. Also, zumindest ich nicht. Hätte auch nie was anderes gedacht, was mich angeht. Sagen wir einfach, dass ich Sympathien für deren Sache hege. Ah, von mir aus. Sie sehen zweifellos so aus. Wie auch immer, darum geht's ja gar nicht. Die Regierung hat die Werte unserer Nation verraten. Mit ihren Kommunistengesetzen macht sie es einem ehrbaren Mann wie mir unmöglich, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ohne jemandem Leid zuzufügen. Und das, Mr. Blackset, ist einfach nicht richtig. Ich würde sogar sagen, dass das verfassungswidrig ist. Verstehen Sie mich jetzt? Glücksspiel ist auch unmoralisch. Ach, mein Lieber. Haben Sie mir gerade überhaupt zugehört? Ja, das habe ich. Sollte die Regierung solche Gesetze beschließen, bleibt dem Volk nur noch eine legale Waffe. Die gleiche Waffe, die Amerika erst zu einer so großen Nation hat werden lassen. Ziviler Ungehorsam. Als stolzer Amerikaner, der ich nun mal bin, ist es meine Pflicht, Widerstand zu leisten. Klar, aber was Sie treiben, hat mit zivilem Ungehorsam doch nichts zu tun. Ja, was genau ich treibe? Ach, ich weiß ja, worauf Sie da anspielen. Aber lassen wir doch die Vergangenheit ruhen. Ich war nicht immer der Boss, wissen Sie? Nein, mein Herr. Ich habe ganz unten angefangen, als Lucky Blitzen noch das Sagen hatte. Dieser Taugenichts. Er hatte ein Schreckensregime installiert. Erpressung, Gewalt, Sie wissen schon. Solche unerfreulichen Dinge. Als ich dann übernommen habe, wollte ich, dass mir die Leute nicht aus Angst gehorchen, sondern aus Dankbarkeit. Ich beschloss, den Leuten zu helfen, damit sie mir helfen. Die Abreibung, die Ihre Schläger mir verpasst haben, war wirklich sehr hilfreich. Haben Sie vielen Dank. Ah, die armen Trottel wussten noch nicht mal, dass Sie Detektiv sind, dass Sie auf unserer Seite sind. Vielleicht zu Anfang. Aber als sie mich gefesselt und mir die Seele aus dem Leib geprügelt haben, wussten die ganz genau, wer ich bin. Ist das wahr? Das ist gegen meine Regeln. Wer war das? Es waren beide. Mistkerle. Doch nur keine Sorge. Ich werde mit den beiden mal reden. Ein solches Verhalten kann ich einfach nicht tolerieren. Ich bitte Sie aufrichtig um Entschuldigung, Mr. Blackset. Wie bereits gesagt, ich helfe gerne Leuten, damit ich mich auf ihre Dankbarkeit verlassen kann. Das gilt auch für Partner wie etwa die Polizei oder in diesem Falle für einen Privatdetektiv. Ich will gar nicht abstreiten, dass es in dieser Branche jede Menge Gewalt, Erpressung, Opfer gibt. Doch das überlasse ich lieber meinen Feinden und Sie sind nicht mein Feind. Und ach, das ist nett. Mir scheint, wir sind da. So, da bin ich ja mal gespannt, was da so abgeht, wo er mich überhaupt hinbringt. Yales Apartment? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich bin auf Ihrer Seite. Nur zu, durchsuchen Sie den Laden. Ich warte hier unten. Wenn Sie fertig sind, können Sie ja gemäß unserer kleinen Übereinkunft Ihre Erkenntnisse mit mir teilen. Oder nicht? Ist Ihre Entscheidung, Mr. Blackset. Keine Sorge. Es wird ihr Schaden nicht sein. Colbert! Wilson! So, dann wollen wir mal schauen, was wir da so finden.